Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Adopt Me hat uns erhört. Wir haben endlich wieder den Monkey Fairground bekommen. Ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich bin mega krass excited. Ich freue mich einfach so. Denn Adopt Me hat damals, vor langer Zeit, bevor ich gespielt habe, gesagt, dass der Monkey Fairground wiederkommt. Und wir haben eigentlich alle gedacht, dass die gleichen Pets wiederkommen werden. Ein Jahr später. Das ist aber nie passiert. Aber jetzt. Ich glaube, irgendwie 4 oder so Jahre später, 3 Jahre später, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es kann sein, dass es 3 Jahre her ist, ist endlich wieder der Zirkus da. Wir haben mittlerweile keine Monkeys mehr, sondern Gorillas. Also das sind theoretisch auch Monkeys, weil alles sind Affen. Aber Gorillas sind ja doch ein bisschen anders als Schimpansen. Und dieses Mal haben wir keine Schimpansen, sondern eben Gorillas. Und ich freue mich. Ihr seht gerade 13 Tage. Das heißt, insgesamt ist der Gorilla Fairground 14 Tage da. Und wir können Boxen aufmachen. Und das machen wir natürlich jetzt sofort. Oh mein Gott, es sieht richtig cool aus. Ich habe damals noch nicht gespielt, als das Update rauskam. Aber ich weiß, dass man quasi hier diese ganzen Gorillas noch haben kann. Also, oder die sehen dann zumindest ähnlich aus. Ich glaube aber, die sehen gleich aus. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die sehen gleich aus. Denn wenn man Boxen öffnet, bekommt man nicht nur Pets, sondern eben auch, ja, seht ihr das hier? Andere Inhalte. Und wenn man 3 von der gleichen Sorte hat, dann kann man das eintauschen. Und zwar dann bei den verschiedenen Gorillas. Ein paar Sekunden später. Hier in dieser Box, die Premium Gorilla Box. Das ist das Robux-Item und da bekommen wir auch den Albino-Gorilla. Den sehen wir hier oben. Der ist Legendary. Außerdem kriegt man einen Legendary Cup. Und das kann man nur und ausschließlich eben aus den Robux, also aus dem Robux-Item holen. Wir haben aber auch eine Bugs-Box, die kostet 600 Bugs und sieht so aus. Und wir machen jetzt eine Bugs-Box auf. Aber ansonsten machen wir in diesem Video nur die Robux-Sachen auf. Mal machen wir sie ganz kurz auf. Ein Gorilla! Aber dann kaufen wir unsere allererste Premium Gorilla Box für 195 Robux. Dann machen wir unsere erste Box auf. Ihr habt gerade schon gesehen, sie hat 195 Robux gekostet und hat eine Chance von 5%. Oh nein! Aber hier steht 10%. Guckt mal. 10%ige Chance für den Albino Gorilla und 90% für den normalen Gorilla. Aber hier unten steht dann 5% Legendary. Vielleicht 5% pro Legendary, weil es 2 Items sind? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir machen einfach jetzt mal die erste Box auf. Das ist ja cool gewesen. Habt ihr das gesehen? Und was für ein Gorilla habe ich bekommen? Ich kann es nicht erkennen. Also er ist auf jeden Fall rare und ich glaube, das sind alles die gleichen. Wir gucken mal ganz kurz nach. Ja, guckt mal. Wir haben jetzt 2 Gorillas und ich bin gespannt. Jetzt wartet mal. Wir haben hier noch etwas. Wartet ganz kurz. Ach so, das hat uns nur gesagt, dass es der Gorilla Fairground ist. Ich bin sehr gespannt, ob ich die Möglichkeit haben werde, dass ich einen von den Albinos bekomme. Denn ich kann mich erinnern, als ich hier den Neon-Albino-Monkey getradet habe, das war eine absolute Katastrophe. Es war ziemlich, ziemlich... Das war ziemlich schwer, wollte ich sagen. Und habe als zweites einen Albino-Gorilla bekommen. Was? Oh, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott. Ernsthaft? Oh, ist der cool. Als ob. Guck mal, wie wir den halten. Das sieht ja mega gut aus. Als ob. Und ihr schreibt mir ganz oft, dass ich ja wahrscheinlich mit Adopt Me Kontakt habe. Nein, Leute. Ich habe den einmal geschrieben, weil ich einen Bug hatte und 6000 Bugs verloren habe. Und habe seitdem nie wieder was von denen gehört. Also ich habe noch nie was von denen gehört, denn meine 6000 Bugs habe ich nicht zurückbekommen und ich habe einfach nie was von denen gehört. Adopt Me, glaube ich, weiß gar nicht, dass ich existiere. Von daher ist es tatsächlich einfach nur Glück.
Es ist einfach nur Glück, Leute. Und es ist mega cool. Hier ist der Albino Gorilla. Und wenn wir zu Petware gehen, dann sehen wir den Walking Cane und den Top Hat. Die Frage ist jetzt, war das einfach nur mega krasses Glück, dass ich das jetzt geschafft habe? Oder können wir das nochmal schaffen? Denn wir machen definitiv jetzt noch ein paar Boxen auf. Denn ich möchte natürlich auch gerne ein paar von den Monkeys hier haben. Und das heißt, wir gucken jetzt einfach, jetzt haben wir einen normalen Gorilla bekommen, aber ich glaube, dieses Toy-Drum-Set haben wir jetzt schon öfter. Wir machen jetzt einfach noch ein paar auf. Es dauert immer so lange, bis man die kauft. So, und ein normaler Gorilla. Guck mal, Toy-Drum-Flying-Disc. Ich glaube, die haben wir jetzt schon dreimal. Wir machen nochmal eins auf. Und dann gucken wir mal, ob wir schon von mehreren Items drei Stück haben und ob wir schon irgendwas eintauschen können. Das ist so unfassbar cool, Leute. Wir haben den Golden Goblet bekommen. Was können wir dafür nochmal machen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was wir dafür eintauschen können. Aber das ist ziemlich cool. Jetzt wartet mal, wir müssen mal gucken. Moment, wir müssen erst gucken und dann eintauschen. Ich bin hysterisch. Hier ist der Goblet. Ich habe leider noch nichts zweimal. Ich glaube, wir müssen noch ein paar aufmachen, dass wir irgendwas bekommen. So. Let's go. Ein paar Sekunden später. Okay, er braucht Sai. Das ist dieses Schwert. Er braucht Rolling Pins. Er braucht drei Sterne. Und er hier braucht drei von den Goblets. Okay, das heißt, um den hier zu bekommen, muss man quasi Premium-Boxen aufmachen. Ansonsten hat man keine Chance, dass man diesen Affen bekommt. Ich überlege jetzt gerade, ob es mir wert ist, dass wir weiter Sachen aufmachen. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das auch was ist. Aber Leute, guckt mal, wir können es hier in die Hand nehmen und können damit spielen. Wir machen jetzt auf jeden Fall nochmal eine Premium-Box auf und vielleicht machen wir dann einfach auch noch ein paar von den normalen Boxen auf. Die kann man auch schneller kaufen. Die Premium-Boxen dauern einfach mega heftig lange. Noch ein Sai. Wir brauchen jetzt noch ein Sai und dann können wir auf jeden Fall schon den ersten besonderen Affen uns holen. Ich würde mir aber jetzt wünschen, dass wir noch ein paar von den Goblets bekommen, denn ich habe jetzt schon ziemlich viele aufgemacht. Und habe erst einen einzigen Goblet bekommen. Das ist dann, noch ein Stern. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Guckt mal, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele aufgemacht, aber wir haben jetzt unter 7000 Robux. Und ich habe angefangen mit über 8000. Also haben wir schon ziemlich viele aufgemacht, oder? Und jetzt wieder nichts. Das ist ja so anstrengend. Können wir bitte noch was Tolles haben? Bitte? Komm schon. Bitte, ich möchte noch einen Albino Monkey. Noch ein Goblet. Okay, das ist doch schon mal was. Aber jetzt möchte ich bitte noch einen Albino Monkey. Ich habe bis jetzt nur einen einzigen bekommen. Ich meine, die Chance ist gering, ne? 5%. Aber ich hätte tatsächlich jetzt doch noch gerne einen. Denn Neon kann ich keinen von denen machen. Zwei Rolling Pins! Oh mein Gott, das ist das Nächste, was wir brauchen für, ich glaube, für den Chef. Das heißt, wir brauchen dann noch ein einziges für den Chef. Und ich hätte tatsächlich gerne. Jetzt sind wir aber ganz knapp. Oh mein Gott, den Star haben wir schon dreimal. Denn ich tatsächlich würde gerne einfach einen von allen haben. Das würde mir definitiv reichen. Und ich glaube, ich schreie mal wieder. Weil ich einfach maximal hysterisch. Ja! Juhu! Tut mir leid. Ich bin hysterisch. Okay, nice. Nochmal ein Albino-Gorilla. Das ist ziemlich cool. Okay, und ein Rolling Pin. Das heißt, den haben wir jetzt auch schon abgeschlossen. Und jetzt müssen wir langsam aber sicher aufhören mit den Robux. Das heißt, ich hätte noch gerne einen Goblet, weil wir haben jetzt erst zwei Goblets. Und ich bräuchte jetzt noch einen weiteren Goblet und dann würde ich aufhören. Aber es ist nicht so einfach, denn ich hätte... Nein, denn ich hätte wirklich wahnsinnig gerne noch den Goblet. Dann könnten wir, ich glaube, drei von den Monkeys schon bekommen. Und den anderen, den könnte ich letztendlich ja mit Robux bekommen. Nein, das ist doch nicht unser Ernst. Was ist denn mit uns? Wie viel Pech haben wir denn? Ich habe nur noch... Oh mein Gott, ich habe so viele Robux schon ausgegeben. Ich glaube, ich habe schon 3000 Robux ausgegeben, Leute. Okay. Letzter Kauf und dann, glaube ich, gebe ich auf.
Es ist echt schwierig, die Sachen zu bekommen. Es ist aber auch natürlich von der prozentualen Wahrscheinlichkeit her echt wenig. Nein! Ach, das ist da, das ist so schade. Okay, wir gucken mal, wen wir jetzt alles bekommen können. Ich glaube, das ist ganz cool, denn wir, glaube ich, können... Jawohl, einen Karate-Gorilla, einen Astronaut-Gorilla. Und wir müssen natürlich auch immer den Gorilla eintauschen, Leute. Das heißt, ich muss mir jetzt wieder einen Gorilla holen und einen Chef-Gorilla. Richtig cool. Okay, uns fehlt jetzt nur noch der Emperor-Gorilla. Und der ist irgendwie mega schwer zu bekommen, oder? Ich zeig nochmal alle Affen. Also hier ist der Chef. Dann haben wir hier den Astronaut. Und als letztes den Karate-Gorilla. Ich bin, ja, also ich habe vielleicht Probleme und wir kaufen jetzt doch noch eine Premium-Box. Wir kaufen doch noch eine einzige Premium-Box und gucken, was drin ist. Bitte. Okay. Das hat nichts gebracht und wir haben einen weiteren Gorilla. Somit habe ich mittlerweile 14 von den Gorillas bekommen. Einen Chef-Gorilla, einen Astronaut-Gorilla, einen Karate-Gorilla und zwei Albino-Gorillas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es sich rentiert hat, so viele Robux auszugeben. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie über 3000 Robux rausgehauen. Das sind circa 35 bis 40 Euro. Das heißt, wenn euch das Video gefällt, dann like doch sehr, sehr gerne. Aber ich habe mich einfach maximal gefreut. Und was wir auch nicht bekommen haben, Leute, ist dieses Auto. Das hätte ich auch so gern gehabt. Ach man, das ist so schade. Ich hätte... Haben wir die Banane bekommen? Ich glaube, die Banane haben wir auch nicht bekommen. Wow, wir haben so viele Boxen aufgemacht und haben trotzdem nicht alles bekommen. Und haben leider nur zwei so Cups bekommen. Was mich echt ein bisschen traurig macht, denn ich hätte wahnsinnig gerne eben alle Gorillas gehabt. Aber egal, Leute, vielleicht mache ich auch noch im Off irgendwie ein paar auf oder ertrade mir ein paar. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!